Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Dawn of Man hier auf Microhazard TV. Ich bin's wieder, euer Eistwecken, und begrüße euch ganz herzlich hier zurück. So, wie ihr sehen könnt, sind wir hier fleißig dabei, unsere Siedlung zu erweitern und zu vergrößern. Wir haben eine Kapazität von 18 und haben aktuell 16 Bewohner. Ich überlege, ob ich noch weiter das Haus nochmal aufstelle. Getrocknete heute haben wir ja auch ein paar. Warte mal, die Übersicht kann ich mit 8 aufmachen, steht da. So, was war da unten gerade? Arbeitsgebiet erschöpft, Feuerstein holen. Oh Gott, wir haben die Feuersteinmine leer gemacht. Feuerstein 0 von 15. Das ist ja blöd. Feuerstein ist echt Mangelware aktuell bei uns hier. Da gibt es nochmal 10. Hier sind nochmal welche, halt 15 Stück. Höhlenlöwenangriff. Erstes Tier gejagt, Höhlenlöwe. Er ist verletzt, stark verletzt. So, der Höhlenlöwe geht wieder. Ist jetzt ein toter Höhlenlöwe und ein toter Auerachse. Hoffe, die lassen jetzt auch ab und kommen nicht wieder. Okay. Sieht jetzt erstmal sicher aus. Ja, so leicht sind wir hier nicht klein zu kriegen. Was liegt denn hier eigentlich noch rum? Ist da jemand auf dem Weg dahin? Ich hoffe mal, dass das jemand holt irgendwann auch mal. So, wir haben echt langsam Probleme hier mit Feuersteinen. Da oben sind welche. Angebot an Feuersteinen ist nicht gerade optimal. Wir werden noch einige an Feuersteine brauchen. Das ist ja das Problem, dass wir da noch so viel von brauchen. Naja, so, wir haben das erste Mal Alarm ausgelöst gehabt für den Höhlenlöwenangriff. Und hier wird der Schlitten gerade fertig gebaut.
Gucken wir uns mal den Schlitten an. So, unser erstes Transportmittel ist fertig. Erstes Bauwerk. Bauwerk. Okay, so. Hier soll er einen Gegenstand halten. Seht ihr, kann er nämlich zum Transport benutzt werden. Und ich hoffe, es benutzen dann auch Leute. Optimalerweise die, die hier Steintransport machen. Wenn wir aktuell aber 12 Steine haben, sollte das erstmal reichen. Aber kann ja auch zum Baumtransport benutzt werden. So, die Trockner werden aufgestellt, die weiteren. Die Ahnen, die alle relativ voll sind. Warum liegt denn da Wasser rum? So. Gut, aber es läuft auf jeden Fall. Es läuft. Die zu schlitten. So, mal gucken, was er danach macht. So, er schnappt sich den Schlitten und gibt zum Mufflon. Ah, okay. Heißt, ihr könnt ihn auch für solche Sachen benutzen, um damit mehr schleppen zu können. Können wir dann bei Gelegenheit vielleicht noch ein paar mehr Schlitten machen. So, wir haben einen Kranken, der da ist infiziert. Durch Infektion beeinträchtigt. Ist die Frage, wird er irgendwann von selbst wieder gesund oder stirbt er einfach irgendwann? Das weiß ich nämlich nicht. Wenn die Höhlenlöwen hier zum Risiko werden, dann müssen sie halt ja gemetzelt werden. Ne? So, wieder ein Wissen. 8 haben wir schon wieder. Mensch, da können wir ja schon wieder hier was Neues erforschen. Stelle ich gerade fest. Mit dem Wissen, was wir hier gerade haben. Schauen wir mal. Ja, Bogenschießen würde die Schleuderherstellung überflüssig machen und dafür Bögen machen. Damit könnten wir dann Feuerstein sicheln und Feuerstein Messer herstellen. Oder hiermit könnten wir dann auch Heuhaufen, Mörser, Hülsenfrüchteverarbeitung, Mehl. Wir machen erstmal die Getreideverarbeitung. So, die haben wir jetzt auch freigeschaltet. Blanke ist an der Infektion gestorben. Okay, er ist tot. Alter Mann, er ist tot. Er ist gestorben. Das ist sehr schade. Ah, die Bären da unten sind auch eine Bedrohung. Ne? Hier. Die Bären. Die stellen auch eine Bedrohung dar. Mal gucken, dass keine stark bedrohlichen Tiere in die Nähe kommen. Sonst müssen wir gucken, dass wir da nämlich sonst irgendwann Maßnahmen ergreifen. Wie sieht es denn eigentlich beim Stöckersammeln aus? Oder gibt es noch mehr als genug? Okay. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwann wieder auffüllt. So, wir sind im Sommer. Wir können wieder Beeren und alles Mögliche sammeln. So, das ist noch im Gebiet, ne? Genau, jetzt will ich auch mal gucken. Ich will noch ein weiteres Sammelgebiet machen. Dürfen dann ruhig 2 Leute sein, die das sammeln alles. Jetzt nämlich Getreide verarbeiten können, macht das ja Sinn, ne? Dass wir jetzt hier ein bisschen so, nee, das wollte ich nicht machen.
Dass wir jetzt auch das Getreide auch nutzen. Ein Wildschwein. Ganz allein. Ein krankes Mufflon. Auch ganz allein. Belastung ist zu hoch. Wie belastend deiner Siedlung ist das Verhältnis zwischen der Menge an Aufgaben, die deine Einwohner versuchen zu erfüllen, und der Gesamtmenge an Menschen. Wenn deine Einwohner zu viele Aufgaben auf einmal erfüllen müssen, sind sie überarbeitet und haben Probleme damit, die richtigen Aufgaben zu priorisieren. Es ist deine Aufgabe, sicherzustellen, dass die Arbeitsmenge annehmbar ist und nur zur verfügbaren Arbeitskraft passt. Du kannst die Fenster Aufgaben und Aktivitäten nutzen, um zu sehen, was deine Einwohner derzeit tun und wie viele von ihnen für Arbeit zur Verfügung stehen. Okay, schauen wir uns das doch mal an. Ich glaube, wir haben schon wegen der jetzt. Ja, wir gucken mal. Wir gucken einfach mal rein. Verwaltung und dann sehen wir hier irgendwie Aktivität. So. Führt Aufgaben aus und unterhaltend. So. So, tot, ruht, kocht. Okay, der ist tot. Der ist dann also demnächst sowieso aus der Liste raus. Ja, Belastung ist zu hoch, ich weiß. Aktivität, Aufgaben. So. Aktive Aufgaben. Belastung liegt bei 175%. Okay, das ist eine ausstehende Aufgabe. Guck mal, es ist hier unten ganz viele ausstehende Aufgaben. So. Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas abbrechen können. Aufgaben. Okay, wir brechen die Jagdaufgaben ab. Das Schwein wurde anscheinend schon gejagt, weil er macht es gerade zumindest schon. Brech die Aufgabe mal ab, kann er was anderes machen. Wasser holen kann auch erstmal abgebrochen werden. So, wenn wir hier also erstmal auf 1 runtergehe. Steine macht eh schon nur einer. Fischer, zwei Gebiete, gehen wir mal auf 1 runter. Oder alle drei Gebiete auf einen runter, dann tun jeweils nur noch einer da fischen erstmal. Und das Abbaugebiet hier gehen wir mal auf 2 runter. So, verwalten Aufgaben. 144% sind wir jetzt. Raus 153%. So, lassen wir es aber erstmal. Sturm, ein Sturm zieht auf. Wieder mal, unsere Bevölkerung ist maßlos überlastet mit seinen Aufgaben. Auch daran liegt, dass wir mit wie vielen Erwachsenen aktuell, also 8 Erwachsenen. Und also 12 Arbeitenden, weil 30 der Kinder, 12 Festarbeitenden dann doch ein bisschen, ja, viel zu tun haben. Ich werde noch einen weiteren, ja, einen Schlitten bauen, das ist auch wieder eine Arbeit, die durchgeführt werden muss. Aber ich gebe trotzdem noch einen weiteren Schlitten in Auftrag. Zweimal Leder, Leder ist da, gut. So. Da kann man sich auch Moral zurückholen. Jetzt geht über Bier offensichtlich.
geht aber auch über spirituell, über den Totenkopfpfahl, den wir gerade eben schon gesehen haben, über das Totem, da geht es ein bisschen schneller, ja. Dann gibt es den Hinkelstein, da geht es natürlich noch schneller. Und über den Dolmen geht es nochmal schneller, und über den Steinkreis geht es dann richtig schnell. Und ja. Naja gut, wir hoffen, dass niemand vom Blitz getroffen wird. Und dass wir jetzt sie nicht mehr ganz so überlastet sind, weil wir sie jetzt ein bisschen reduziert haben. 133% ausstehende Aufgaben, ihr seht, die müssen alle noch gemacht werden. Und wir lassen sie erstmal die Arbeiten machen und werden mal die Zeit einfach ein bisschen beschleunigen. Außerdem ist diese Folge eh schon wieder zu Ende und deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Ich würde mich sehr freuen und verabschiede mich bis dahin und sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.